Nelly Sachs wurde am 10. Dezember 1891 in Berlin geboren. Ab 1933 musste sie als Jüdin 7 Jahre unter Hitlers Schreckensherrschaft zubringen, wie sie selbst sagt. Freunde, unter ihnen Selma Lagerlöf, retteten sie in letzter Minute 1940 vor der Deportation. In Stockholm fand sie eine neue Heimat. Sie begann mit erzählender Prosa und schreibt heute lyrische und dramatische Werke. Ihre Lyrik wurde 1961 in dem Band Fahrt ins Staublose zusammengefasst und einige szenische Dichtungen 1962 in dem Band Zeichen im Sand. Daneben erschienen viele Übersetzungen schwedischer Lyrik von Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Johannes Edfeld und anderen. Nelly Sachs wurde durch Stiftungen des Nobelkomitees und 1958 durch den Literaturpreis des Verbandes der schwedischen Lyriker geehrt. Sie wurde mit dem Kulturpreis der deutschen Industrie und einem Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet, wo man gleichzeitig eine Nelly Sachs Stiftung gründete, und erhielt 1960 den Meersburger Droste-Preis für Dichterinnen. In der Flucht welch großer Empfang unterwegs, eingehüllt in der Winde Tuch, Füße im Gebet des Sandes, der niemals Amen sagen kann, denn er muss von der Flosse in den Flügel und weiter. Der kranke Schmetterling weiß bald wieder vom Meer, dieser Stein mit der Inschrift der Fliege hat sich mir in die Hand gegeben. Anstelle von Heimat halte ich die Verwandlungen der Welt. Anstelle von Heimat die Verwandlungen der Welt. Heimat, darf ich das Wort aufnehmen? Anstelle von Heimat die Verwandlungen der Welt. Entschuldigen Sie, wenn ich nun ganz konkret frage, aber Heimat, kann das nicht ein Land sein? Muss es nicht ein Land sein? Ist es nicht eine Stadt? Könnte ich sagen, ist es für Sie Berlin, die Stadt, in der Sie geboren wurden? Für mich ist es nicht mehr Städte und für mich ist es nicht mehr ein Land. Ich lebe da noch. Gute Menschen, freundliche sind, mit denen ich Freundschaft halte. Und überdies in einem Ort, der unnennbar ist, vielleicht dort, wo geliebteste Menschen dahingegangen sind und zu Sand geworden. Da die Verwandlungen, dieses Unterwegssein mit Freunden, mit anderen Menschen, auf die man eingestimmt ist, das ist ein Gedanke, der Ihnen immer wieder mitten im Worte erscheint, der Ihr Wort so weit prägt. Diese Heiterkeit, die plötzlich daraus entsteht, dass man sich in einer Gefährtenschaft erkennt, dass man spürt, einer geht neben mir, einer ist vorausgegangen, andere folgen mir nach, ich bin nicht allein. Diese Heiterkeit, die wiederum eine Verwandlung andeutet, ein sich hin verwandeln zu einem reineren Zustand, zu einem reineren Stand im Leben, wenn ich so sagen darf. Es ist doch eine Heiterkeit, von der man sagen könnte, es sei die Baalschem-Heiterkeit. Die Heiterkeit des Meisters, der den Namen Gottes sagen kann und ihn so sagt, dass seine Heiterkeit den Leib und die Seele völlig erfüllt und beherrscht. Ja, die hasidische Mystik hat mir viel Trost gespendet. Und ich habe sie auch in meinen Dichtungen drin. Und der Baalschem ist mir ein Bruder des Franziskus.
denn ich entsinne mich einer Franziskus-Legende, wo der Bruder Leo auf ihn hinweist zu einem Schloss, wo getanzt wird. Und dass doch die Menschen so oberflächlich wären. Und wie der Franziskus antwortet, sie dienen ja auf ihre Weise Gott. Und dieses selbe Annahme ist auch bei dem Balschem. Da kann ein Hosier über Land gehen mit seinem Kram und er kann die Funken, die göttlichen in jedem Stein fühlen. Und das habe ich auch in einem Gedicht, wenn Sie es hören wollen. Auf der äußersten Spitze der Landzunge, Ausgangsverbot. Abgrund droht süchtiger Schwerkraft. Franziskus, Balschem, übersteigen heiliges Fasten, glänzend im Nichts. Der Ölberg betet mit dem einzigen Schrei, der dem Stein ein Herz zerriss. Musik der Agonie ins Ohr des Universums, das mit Welten stigmatisierte, entzündet seine Umgangssprache.